Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn euer Gerät nicht heizt oder ein Fehler mit dem NTC, also den Temperatursensor, anzeigt, könnt ihr diesen relativ einfach überprüfen. Dazu stellt ihr euer Messgerät auf die Widerstandsmessung einen relativ hohen Ohmwert, setzt die Prüfspitzen an diese kleinen Kontakte, das ist manchmal etwas schwierig, und ihr solltet, je nachdem, welchen Messbereich ihr eingestellt habt, einen Ohmwert angezeigt bekommen. Wie gesagt, hier bin ich im Video auch nochmal abgerutscht von den Prüfspitzen. Um diesen Sensor jetzt zu überprüfen, haltet ihr ihn über ein Feuerzeug oder, wie ich hier im Video, über eine Kerze, und schon sollten sich die Widerstandswerte verändern. Das ist typisch für diese NTC. Die verändern ihre Widerstandswerte, je nachdem, ob sie warm oder kalt wären. Danach können sie letzten Endes über die Elektronik die Temperatur im Gerät ermitteln. Wenn der NTC dann wieder etwas abkühlt, seht ihr, gehen die Werte hier wieder nach oben. Das würde die Elektronik dann erkennen. Macht das euer Fühler nicht mehr oder es ist gar kein Wert zu messen, dann ist er defekt und sollte ausgetauscht werden. Wie gesagt, wenn man ihn über die Flamme hält und erwärmt, gehen die Werte in diesem Fall wieder nach unten. Es gibt auch noch PTC, die sind aber seltener in den Geräten verbaut. Da ist das mit den Werten genau andersherum. Die Werte steigen dann, wenn sie erwärmt werden. Und auch die kann man relativ einfach auf diese Art und Weise durchmessen. Sollte euer Fühler am Gerät nun kaputt sein, müsst ihr darauf achten, es gibt verschiedene Fühler. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich suche euch dann den passenden Fühler für euer Gerät heraus. Wenn ihr Ersatzteile oder weitere Hilfe benötigt, schaut gern auf meine Seite der-servicetechniker.com. Dort gelangt ihr auf meinen Online-Shop, könnt einige Ersatzteile bestellen und es gibt auch eine Kategorie mit Tutorials, wo die häufigsten Fehler nochmal erklärt sind und eventuell bei eurer Reparatur helfen.